Moin Leute! Herzlich willkommen hier zurück auf der Gemeinde Rade. Ja, ihr seht, zwei Wagen habe ich jetzt hier schon eingelagert. Bin hier so ein bisschen an hin und her rödeln, dass ich auch hinterher komme. Ist gar nicht so einfach, weil hier gehen nur 20.000 Liter in Kipper. Und ich merke, dass ich den Reha-Mod drin habe. LS22 Reha, ne? Also, das merke ich richtig jetzt so langsam. Das ist kein Spaß dann stellenweise. Da musst du dich erst wieder dran gewöhnen, dass du nicht mehr so über den Acker preschen kannst, so wie gewöhnlich, sondern auch schalten und hier und da. Holla die Waldfee, ey. Holla die Waldfee, ey. Wenn der jetzt noch weitergemacht wird, der Reha, ist ja nicht fertig. Na dann, ey, der wird lecker. Das zeig euch, das wird richtig lecker. Wir sind hier noch voll in der Ernte. Aber damit ihr mit hier morgen auch eine Folge gerade habt, müssen wir heute nochmal Ernte aufnehmen. Dann müssen wir eh noch, das wird sich noch ein paar Folgen hinziehen. Also da kann ich euch jetzt schon sagen, ist ja nicht mal eben so gemacht. Wir sind noch am Hirsedreschen. Der große Magnum gucken gleich nach. Der ist auf der kleinen Ecke noch am Walzen. Hier haben wir ja Ölrettich. Hier kommt Soja oder Mais hin. Im Forst hatte ich ja zwei, drei Bäume schon gefällt. Das mache ich nachher noch mal ein bisschen weiter, dass wir da noch was platzieren können. Wir brauchen aber auch noch ein paar Forstgeräte. Mulcher brauchen wir auch gleich. Wir müssen anfangen zu mulchen da auf der Hieser Ecke, ne? Und meine Kartoffelbude, die ist hier fleißig am Fahren, ne? Also, wir haben schon echt ganz gut Material weggeschüsselt jetzt hier. Also, da kannst du nicht anders sorgen. Also, das kommt schon ganz gut. So, der ist hier erstmal. Oh, du hängst wieder in den Bäumen fest, oder was? Oh, das lässt sich hier, ne? Ich weiß jetzt auch nicht, wo der hin will. Oh, hier muss er lang. Schalten, ne? Der hat jetzt auch sequenzielles Getriebe drin, da muss ich auch erst dran gewöhnen. Wo willst du hin? Kannst du mir das mal erklären? Was soll hier weiter? Ach, ich weiß warum. Jetzt aber. Eine Schubrakete. Jetzt, Leute. Ja, der ist fleißig am Abrödeln. Muss bestimmt den Drescher abtanken. Was hab ich gesagt? So, lass uns mal eine Runde IAC fahren, ne? Wenn das denn zieht. Ihr seht's. Ich habe jetzt einen Tank im Wagen. Ich bin eben im Ackergang von der Fläche gefahren. Weil es nicht anders mehr ging. Es geht nicht mehr anders. Es ist total genial. Hey. Leute, ich feiere das. Ah. Und Sven, vielen Dank, dass du mir das gemacht hast. Ich bin dann nicht mit klar gekommen mit diesem Empacken und hier. Es ist so genial, ne? Wagen ist leer, jetzt geht's auch bergab, da kannst du noch ein bisschen Schub geben. Oh Leute, es ist so herrlich. Ganz ehrlich. Das macht so eine Laune. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, ne? Herrlich. Heute auch schon auf so Old Stream Form. Der Schlepper geht vorne hoch an Berg, ey. Es ist. Herrlich. Echt. Ich kann das immer wieder nur sorgen. Das ist richtig genial. Hier, wenn die beiden Wagen voll sind, kannst du den Krieg gang von der Fläche. Weil es nicht mehr geht. Oh, ich liebe das, ne? Es ist so genial. Man kann es sich echt nicht vorstellen. Es macht nur noch Spaß. Es ist eine Gaudi. In Skop. Ich habe noch gar keinen Mulcher. Was ist denn das Beste von den Teilen?
Der hier hat 5... 6 Meter 12 km/h. Dann kannst du 18 mit fahren, ne? Der? 5,6. Komm, wir kaufen den. Ist ja besser. Kaufen. Ja, viel kriege ich nicht neben mir geschafft, ne? Das ist so. Kann gleich wieder ab. Ihr seht's, ne? Man kriegt gar nichts neben mir geschafft. Handbremse raus. Abflug zum Kartoffelruder. Jetzt sieht er das nur easy peasy hier, ne? Ja, easy peasy ist aber auch was anderes. Oh, da steht wie mitten in der Frucht, ne? Ja, kannst nicht ändern. Ich weiß nicht, wie viel Wagen ich schon gefahren hab, du. Aber es ist halt... macht Laune. Nächsten Wagen kippe ich jetzt wieder in eine Fabrik, ne? Da ist ja auch schon ordentlich was Phase. Eben nachgucken hier, Fabriken, Kartoffelo. Nee, macht ja gar keinen Sonnenblumen. Ah, nee, geht ja gar nicht. Chips, Dor. Guck mal, 142.000 Liter sind da schon drin. Zwei Wagen haben schon weggefahren, so. Da kommt auch ordentlich was zusammen. Da sollen wir so einen Krone-Kipper kaufen und da werden wir wahrscheinlich uns einen LKW zu kaufen müssen. Siehst du, hier wäre. ...240 PS an der Grenze bleiben. Siehst du? Ha! Guck dich das an! Ha! Komm kaum in die Schuhe, die Krücke! Ha! Herrlich, Leute! Ha! Da kannst du nicht mehr so ballern. Da freut sich der Jack bestimmt, wenn der Svenny nicht mehr so auf den Acker heizt, ne? Geht ja auch nicht mehr schneller. Ehrlich, echt, ehrlich. Das macht nur noch Gaudi. Das sind so Kleinigkeiten. Da kannst du dich echt total drüber freuen, ne? Wenn jetzt noch die Kiste demnächst umkippt oder was, ne? Dann bin ich nicht mehr froh. Wenn jetzt auch wieder Wagen wackelt, siehst du hier an der Kabine. Guck mal. Muss mal hinten auf den Spiegel achten. Wenn der Wagen anfängt zu wackeln, wackelt der ganze Schlepper. Das ist krass genial, ey. Sowas brauchen wir heutzutage. Wirklich, sowas brauchen wir. Ja, jetzt alle mein Gas, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich meine ganzen Kartoffelkiste lagern soll. Ich muss mir wahrscheinlich auch noch so ein Förderband irgendwie organisieren. Oder ein Radlader oder was. Dass ich da Vorrang komme. Endlich wollte ich anfangen zu mulchen, ne? Aber so schnell wird das hier nichts in der Ernte. Na klar, ich könnte das automatisieren, aber nicht in diesem Projekt. Nee, dann machen wir das selber. Wir hoffen, dass wir bald Gras schneiden können, dass wir nur Silage machen können, ne? Damit wir endlich Kühe kaufen können und so. Weil Kohlen gehen auch so langsam dem Ende dazu, ne? Und es ist bald Dezember. Dezember wird der Spielstand genullt, habe ich gesagt. Bis dahin muss hier alles tüfter eingerichtet sein. Boah, der Pferd ist da. Tüfter eingerichtet sein, dass nichts mehr brauchst. Dass du nur noch spielen kannst, ne? So ist der Plan. Moin, Morgen, fahr ich erst hinten hin. Muss nämlich die Drille noch wegräumen. Und, dann kann ich nämlich mit dem Puma mulchen. Guck mal, jetzt sind schon 4 Paletten da. Alter, nein, da kommt was zusammen. Krass, ne? Korrekt. Mach mal Handbremse rein. Ich hatte auch neue Sachen mit reingenommen, ne? Hier auch beim Bauen. Ich hatte die Stelle von Hot mit reingenommen. Da. Ich kenne die auch noch gar nicht. Aber da habe ich neue Ställe mit drin, ne? Pferdestall. Schweineställe sind auch neu mit da. Die sehen aus wie auf der Stappenbach, ne?
hatte da noch mehr mit drin? Irgend so ein Lager hatte ich doch da mit reingekriegt, irgendwo hier. Da. Unterirdisches Lager, 5 Millionen. Lager für Paletten und Ballen. Ah, okay, cool. Müsste ich auch mal irgendwann bauen, ne? Damit ich hier Platz habe. Ja, jetzt geht das große Gedrehe hier los, nämlich Borny. Wenn die euren Palettengesetz hier auch noch im Weg stehen, ne? Das ist gar nicht so schicki vorhin hier gerade. Ist hier so ein bisschen um eine Kurve zirkel, ne? Muss ich gleich mal wegrollen, echt, die braunen LKW. Kann ich die da draufladen? Dann stellen wir die erst beiseite. Aber wenn die so durchproduziert, dann holla die Waldfee. Warum war das so ein unterirdisches Lager, wa? Das habe ich, glaube ich, von Sven gekriegt, ne? Müssen wir das mal irgendwo hinsetzen. Okay, jetzt Wagen leer. Trägt der so durch. Nichts kommt. Verkehr ist aus. Der hat mich hier sowas von geärgert. Der bleibt aus. Da brauche ich kein Leben auf der Straße. Da bin ich ja ganz ehrlich. Dieser Rea-Modde ist total genial, ne? Jetzt schon im 22er solche Spirenskis. Perfekt. Und der baut da ja weiter dran, ne? Herrlich. Herrlich, Leute. Ich sag euch, herrlich. Ist der Bruder von Ehrlich. Herrlich. Vorsicht, hier kommen öfters der Hoppelhäschen. Muss so vorsichtig fahren, aber waren keine da. Ja, so läuft das hier auf der Rade. Ein Trauma jagt das nächste, ne? Ist denn jetzt schon wieder... Sag nicht schon wieder Kartoffelbude. Oder Dreschkasten, ne? Oh Mann, ey. Sorry, ich komme hier zu nichts. Das ist krass. Der Kartoffelruder steht, glaube ich, auch schon. Ne, der fährt noch. Tanken wir den eben ab. Das wäre nämlich ganz cool. Dann kann ich nämlich... Helfer J hat die Arbeit beendet. Wer ist denn Helfer J? Dreschkasten. Das war so klar. So, da hat man leeren Wagen. Und dann nicht mehr hinterher. Ich weiß ja nicht, was wir mit den ganzen Kartoffeln machen sollen. Muss ich mir da mal so ein Fördermann-Prinzip irgendwo raussuchen, wa? Geht das mit dieser Schnecke, die wir auf der Grünmap hatten? Wisst ihr das? Ja, das kann ja mal gehen. Ziemlich hochschippen oder wir müssen echt einen Radlader oder so uns organisieren. Dass wir da weiter am Tor kommen. Nicht schon wieder die Bude voll. Nicht schon wieder zurückfahren. Und da haben wir jetzt gerade keine Zeit für. Oder? Komm, ich bring das eben weg. Nützt ja nix. Herrlich. Na, oh, da lacht das Spielerherz, oder? Ich sag doch mal ganz ehrlich, da lacht doch das Spielerherz. Wenn jetzt schon solche Monster sind, ey, Hammer, die Waldfee. Perfekto. Perfekto. Ist ja eigentlich zum anderen Dreschkasten, ne? Da gucke ich gleich mal. So, liebe Leute, ich sage aber erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen,
dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.